Wenn man kein Nerd ist, wenn man nicht unbedingt immer die neueste Kamera haben muss, dann kann man sie auch gebraucht kaufen. Aber kann man sie auch von einem Profi gebraucht kaufen? Das ist eine Frage, der möchte ich mal in dem Video nachgehen. Nach einem kurzen Intro geht's los. Hallo, ich bin Norbert Lange und ich habe mich gefragt, geht das? Kann man Kameras gebraucht kaufen? Kann man sie auch gebraucht von einem Profi kaufen? Oder ist das vielleicht sogar besser? Tja, dem Thema wollte ich mal nachgehen. Dabei ist Folgendes rausgekommen. Eine Profikamera, die kostet irgendwo zwischen 3.500 und 7.500 Euro. Richtig viel Geld. Und in spätestens 2 Jahren ist das Modell veraltet. Kaufen Profis dann eine neue Kamera? Nee, machen sie nicht. Aber mal von vorne. Wenn man kein Technik-Nerd ist, nicht jede neueste Kamera auch gleich besitzen möchte, wenn man nicht in einen Geldtopf gefallen ist und unendlich viel Geld für Kameras ausgeben will, tja, dann sind gebrauchte Kameras doch immer ein Thema. Bei dem Kauf einer Kamera von einem Amateur sind die Bedingungen so unterschiedlich, dass ich darauf nicht eingehen will. Das heißt einfach Kamera angucken, nicht per Internet bestellen oder wenn, dann nur mit Rückgaberecht. Bei Profis ist das etwas anders, wenn ihr eine Kamera von einem Profi kaufen wollt. Tja, da gibt es zunächst mal unterschiedliche Profis, das ist dabei zu berücksichtigen. Es gibt den Reportage- und Sportfotografen, es gibt den Landschaftsfotografen, es gibt den Industrie- und Produktfotografen und es gibt natürlich die Porträtfotografen. Was hat das jetzt damit zu tun, ob man eine Kamera von denen kaufen kann? Wenn ihr eine Kamera kauft von einem Reportage- oder von einem Sportfotografen, dann ist eine Kamera, die dem gute Dienste getan hat. Aber was hat sie für Dienste getan? Es ist doch so, ein Reportage- oder ein Sportfotograf kann sich nicht darauf einstellen, was in der nächsten Sekunde passiert und ob er zum richtigen Zeitpunkt auch den Auslöser drückt, um das richtige Ergebnis zu bekommen. Was macht er? Er macht Serienbilder. So ein Sportfotograf bei einem Fußballspiel, der geht nach Hause und hat womöglich 7.000, 8.000 Fotos auf seiner Kamera. In der Hoffnung, dass er den Jubelschrei genau getroffen hat oder den Torschuss. Ja, das heißt dauernd Serien und zwar längere Serien. Das ist ein einziges Geratter, wenn ihr unter den Fotografen steht. Ihr hört dauernd nur die Serienbildauslösung. Kauft ihr eine Kamera von einem solchen Fotografen, dann wisst ihr, der Verschluss hat sehr gelitten. Wahrscheinlich macht sich das auch im Shutter-Count bemerkbar. Die Kameras werden dann verkauft mit 3, 4, 500.000 Shutter-Auslösungen. Landschaftsfotograf. Ihr kauft eine Kamera von einem Landschaftsfotografen. Der ist mit der Kamera rumgezogen. Den hat es mal nass werden lassen. Der ist mal in einem Schneesturm gewesen. Der ist es mal minus 10 Grad gewesen. Sprich, die Kameras haben gelitten. Bei einem Naturfotografen muss man vorher wissen. Ein Produkt- oder Industriefotograf. Die Kameras sind wahrscheinlich mal ordentlich eingestaubt worden, weil nicht jede Industriefotografie ist auch in einem Reinraum. Aber im Prinzip, die Kameras haben nicht sehr gelitten. Meistens auf einem Stativ, bei Produktfotografie sowieso.
Das Ganze unter kontrollierten Verhältnissen normalerweise. Ja. Porträtfotografen immer unter kontrollierten Verhältnissen. Wenn die Verhältnisse kontrolliert sind, dann leiden die Kameras auch nicht sehr. Das ist einfach so. Okay, jetzt habe ich euch mal die Unterschiede der Fotografen und der Kameras der Fotografen gesagt. Wo ist jetzt das Relevante? Nehmen wir erstmal alle Profifotografen. Ein Profifotograf kauft sich normalerweise eine Kamera nicht darum, weil sie neu ist. Es sei denn, sie hat jetzt ein Feature, was er sowieso immer braucht. Okay. Das heißt, bei einem Profifotografen kann es sein, dass der sich 3 oder 4 Mal hintereinander dasselbe Modell kauft. Weil er damit zufrieden ist, weil es ihm gut in der Hand liegt, weil er damit prima umgehen kann und sie im Schlaf bedienen kann. Klare Sache. Nicht immer das Neueste dann. Oder er nutzt einfach die Zeit, die alte Kamera ist für ihn nicht mehr tauglich. Und dann wechselt er auch auf ein neues Modell. Wahrscheinlich vom selben Hersteller, weil seinen Pool an Objektiven wird er nicht ohne weiteres abgeben wollen. Ja, das heißt, ein Profifotograf, nach circa 3 bis 5 Jahren mustert er seine Kamera aus. Das hat auch steuerliche Gründe, unter anderem. Wenn sie abgeschrieben ist, kann sie auch gut weg und gut ersetzt werden, um wieder in eine neue Abschreibung reinzukommen für eine neuere Kamera. Hauptgrund für den Verkauf einer Kamera durch einen Profi ist nicht die Steuer, sondern schlicht und ergreifend, er braucht eine Kamera, auf die er sich absolut verlassen kann. Je älter Kameras werden, desto höher ist die Defektwahrscheinlichkeit. Und in dem Moment, wo er sich nicht mehr 100% darauf verlassen kann oder nicht mehr darauf verlassen möchte, dass die Kamera bei einem Shooting so funktioniert, wie er es braucht, in dem Moment wird er sich von der Kamera trennen. Das heißt nicht, dass die Kamera irgendeinen Defekt hat. Er scheut nur das Risiko, dass sie bald einen Defekt haben könnte, während er ein Shooting macht. Ob das wirklich so käme, weiß niemand. Aber er scheut dieses Risiko. Und dieses Risiko verlagert er auf jemand, der ihm die Kamera gebraucht abkauft. Auf euch, wenn ihr sie kauft. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ein Profi verkauft eine Kamera nicht deswegen normalerweise, weil da nur ein neueres Modell ist, sondern weil er mit der Kamera, die er besitzt, aus irgendeinem Grund nicht mehr zufrieden ist oder aber er befürchtet, dass durch Alterungsprozesse ein Risiko bei einem Shooting bestehen könnte. Ich sage bewusst könnte, es muss nicht so sein. Darüber muss man sich im Klaren sein. Eine Kamera von einem Porträtfotografen zu kaufen, dürfte relativ sicher sein. Natürlich müsst ihr bei dem wie bei allen anderen auch darauf achten, dass die Kamera keine Defekte hat. Aber letztlich, die Kamera ist nicht sehr beansprucht worden. Die ist wahrscheinlich nicht 10-mal runtergefallen oder wie bei einem Landschaftsfotografen mal gegen einen Fels geknallt oder in einer staubigen Umgebung gewesen wie bei einem Industriefotografen. Und sie hat auch sicher nicht die 500.000 Shutter Counts. Sprich, wenn ihr eine Kamera gebraucht kauft, das gilt jetzt auch mal für Kamerakäufe von Amateuren. Wenn ihr eine Kamera gebraucht kauft, Shutter Count ist wichtig. Wie oft hat die Kamera ausgelöst? Denn damit sind die Verschleißteile in der Kamera bewegt worden. Wie sieht die Kamera von außen aus? Sieht es so aus, als sei sie häufiger angestoßen? Wie sind die Displays? Verkratzt oder sauber? Wenn das alles in Ordnung ist, könnt ihr die Kamera kaufen.
Kauft ihr sie beim Profi, wisst ihr aber, dass er selber davon ausgeht, dass die Kamera nicht noch ewig halten wird. Ob das so sein wird, das ist das Risiko. Andererseits, ich habe gesagt, eine Profikamera kostet irgendwo in der Größenordnung normalerweise zwischen 3.500 und 7.500 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Gebraucht nach 3 oder 5 Jahren liegen die gleichen Kameras vielleicht bei 1.000, 1.500 Euro. Das ist ein Riesenunterschied. Da werden sie auch für den Amateurbereich erschwinglich. Und ich sage mal, wenn ihr jetzt nicht die Kamera mit den 500.000 Auslösungen habt, sondern ihr nehmt eine von einem Porträtfotografen, die hat dann vielleicht 150.000 Auslösungen. Da könnt ihr relativ sicher sein, dass die auch weitere 150.000 Auslösungen hinnehmen wird. Und das ist dann schon eine relativ lange Nutzungsdauer. Fazit von dem Ganzen. Kamerakauf beim Profi ist insofern sicher, als ihr eine garantiert gut gepflegte Kamera bekommt. Der macht seine Kamera sauber, regelmäßig. Ihr bekommt eine Kamera, die nicht uralt ist, zu einem vernünftigen Preis. Und es ist eben ein Profiteil mit all den Features, die man gerne hätte. Das ist die gute Seite der Sache. Aber ihr geht damit auch ein Risiko ein. Und davor möchte ich warnen. Ja, jetzt kommt am Schluss immer der Hinweis, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Von mir aus auch Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ich bitte euch, lasst ein Abo da. Euch nutzt es. Und ja, wenn das genügend Leute machen, vielleicht erreiche ich dann auch mal die 1.000 Abonnenten und verdiene dann mit diesem YouTube-Kanal tatsächlich 3 Euro im Monat. Mehr wird es nicht sein. Aber freuen wird es mich. Und das war's dann für heute. Bis dann. Tschüss.